Hallihallo, ich hatte mal wieder Lust auf ein Subvoting. Deshalb dürft ihr jetzt mitentscheiden, welches Buch auf meine Tweetlist für den März wandert. Weil vorher werde ich es wohl nicht mehr schaffen, aber das macht ja nichts. Und ich habe fünf Bücher rausgesucht. Ich glaube, das eine oder andere davon war schon mal in dem Subvoting. Aber was soll's, da es ja noch ungelesen ist oder die Bücher alle noch ungelesen sind, hat wohl keines dieser Bücher letztes Mal gewonnen. Und ihr habt jetzt die Gelegenheit, nochmal dafür zu voten. Ich habe fünf Bücher rausgesucht und das erste davon ist Alice im Zombieland von Gina Showalter. Das ist ja so die, ja, die düstere, die Zombie-Version von Alice im Wunderland. Da geht es halt, ja, um, wie sollte es anders sein, eine Alice und ihre Eltern und ihre Schwester werden von Zombies angegriffen und nur Alice überlebt. Und sie zieht dann zu ihren Großeltern, fängt ein neues Leben an und um ihre Familie zu rächen, lernt sie halt, Untote zu besiegen. Ich glaube, viele von euch haben dieses Buch schon gelesen und fanden das, glaube ich, auch recht gut. Mittlerweile ist der zweite Teil auch schon eine ganze Weile draußen und ich glaube, der dritte erscheint bald. Es wird also eigentlich Zeit, dass ich echt mal mit dieser Reihe loslege. Und ja, wie gesagt, das ist das erste Buch, für das ihr voten könnt. Das zweite, das war, glaube ich, schon mal einem Voting ist das göttliche Mädchen von Amy Carter. Das ist, ja, da geht es um griechische Mythologie, um die Geschichte von Persephone und Hades im Prinzip. Es geht um ihn, die halt ihrer Mutter helfen möchte, die sterbenskrank ist und sie lernt nach, Quatsch, sie heißt nicht ihn, sie ist nach ihnen gezogen. Ihr Name ist Kate und sie lernt eben Henry kennen, der halt sehr still ist und so ein bisschen mysteriös. Und jetzt kommt wieder die Katze und wackelt hier rum. Und ja, sie lernt Henry kennen und findet heraus, dass Henry Hades ist, der Gott der Unterwelt. Und er bietet ihr an, wenn sie sieben Prüfungen besteht und sein geliebtes Wintermädchen wird, wird er ihrer Mutter helfen. Und natürlich lässt sich Kate darauf ein, denn sie will ihrer Mutter helfen. Ja. Das dritte Buch ist ein Thriller von Arno Strobel, nämlich Der Sarg. Da geht es um eine junge Frau. Ich habe ihren Namen vergessen. Moment, haben wir gleich. Um Eva. Und Eva hat einen merkwürdigen Traum. Sie träumt immer wieder, dass sie lebendig in einem Sarg begraben ist. Und zur gleichen Zeit kommt es zu einer seltsamen Mordserie in der Stadt, in der sie lebt. Ich glaube, es war Köln. Und ja, eines Morgens wacht sie dann auch noch auf mit deutlichen Kratzspuren an den Fingern und Blut auf dem Bettlaken. Wie es eigentlich nur durch das kommen kann, was in ihrem Traum geschehen ist, wenn sie wirklich in so einem Sarg gelegen hätte. Es klingt sehr spannend und ich hatte ja im Dezember von Arno Strobel das Rachespiel gelesen, was ich von der Idee nicht allzu originell fand, weil es das schon mehrfach gab, fand ich, aber ansonsten wirklich genial, ein geniales Buch. Es war sehr spannend, hat mir sehr gut gefallen. Und von daher denke ich, dass es mir mit Der Sarg vielleicht genauso gehen könnte. Das vierte Buch ist eins, was es noch nicht so lange gibt, was auch einigen von euch etwas sagen dürfte oder den meisten von euch, nämlich von James Frey, Endgame, Die Auserwählten. Ich glaube, dazu brauche ich echt nicht mehr viel zu sagen. Da geht es ja auch um so einen Wettkampf von 12 Jugendlichen von ja, überall auf der Welt und auch einen Wettkampf, der ja tödlich ist, also wo sie gegeneinander wirklich kämpfen und ja, klingt ein bisschen nach Panem, man weiß es nicht. Ich habe mittlerweile unterschiedliche Meinungen über dieses Buch gehört. Einige fanden es ziemlich langweilig, andere fanden es sehr gut, meinten nur, der Schreibstil ist gewöhnungsbedürftig. Ich bin sehr gespannt. Wenn ich dieses Buch lese, würde ich diesen Zusatzband, den es dazu gibt, der so die Welt von Endgame erklärt, auch gleich lesen. Katze, bleib mal ruhig hier, du bringst mich ganz aus dem Konzept. Und ja, muss ich noch mehr dazu sagen? Nein, ich glaube nicht. Ich bin mir immer noch unsicher, also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, ob es mir gefallen wird oder ob es mir nicht gefallen wird. Kann mir unter der Geschichte jetzt auch nicht so viel vorstellen und unter dieser Sache, dass die halt alle von ganz woanders kommen und so. Also es könnte interessant werden, mal gucken. Ja, und das letzte Buch, was ich ausgesucht habe, ist, glaube ich, ein Einzelband, nämlich von Beatrix Guardian Stigmata. Da geht es um Emma, deren Mutter durch einen Unfall zu Tode gekommen ist. Und dann erhält sie plötzlich einen Brief,
In dem steht, finde den Mörder deiner Mutter und ja, ihre Suche führt sie schließlich, glaube ich, auf ein Internat. Nein, in ein Jugendcamp, so war das. Wo sie halt seltsame Fotografien findet, die irgendwie mit dem Verschwinden ihrer Mutter wohl zusammenhängen oder irgendwie mit ihrer Mutter zu tun haben. Und gleichzeitig ereignen sich in diesem Camp wohl auch sehr mysteriöse und ja, gefährliche Dinge. Und was ich an diesem Buch sehr gut finde, ist, wie zeige ich das? Ich zeige es einmal kurz, dass diese Fotos, die sie findet, hier auch abgebildet sind. Also nur mal kurz, so sieht das dann ungefähr aus. Und ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Gestaltung schon mal. Ich weiß nicht genau, ob es ein Einzelband ist. Ich glaube aber schon. Ich müsste noch mal nachgucken. Aber letztendlich ist es egal, weil ich freue mich eigentlich über jede neue Reihe. Ja, das sind die 5 Bücher, für die ihr voten könnt. Und ihr habt Zeit, ja, eine Woche, sage ich mal, bis nächste Woche Freitag, also bis zum 20. Februar. Und dann wird es die Auslosung geben. Also votet fleißig für ein Buch, was ihr einfach grandios fandet, oder für ein Buch, zu dem ihr gerne eine Rezension hättet. In dem Fall schreibt es dazu, dann merke ich mir das und werde es mir notieren. Und ja, votet fleißig. Ich freue mich auf jedes einzelne Voting. Ja, Voting heißt es, oder? Und bin sehr gespannt, was gewinnt. Ich habe versucht, die Bücher so ein bisschen chancengleich auszuwählen, weil ich hatte einige Bücher in der Hand, bei denen ich mir sofort dachte, okay, wenn du das jetzt ins Subvoting tust, dann haben alle anderen Bücher gar keine Chance. Von daher habe ich es versucht, so ein bisschen zu machen, dass es Bücher sind, wo die alle so ihre Anhänger haben, wo es relativ gleichmäßig sein dürfte. Und ja, überrascht mich. Ich habe so einen Verdacht trotzdem, aber mal gucken. Ja, das war's dann an dieser Stelle erstmal von mir. Tschüss. You're on a different road, I'm in the Milky Way. You want me down on Earth, but I am up in space. You're just so hard to please, we gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s kid. I love it.